So, hi Leute, willkommen zurück zu Dust, in Elysian Tale. Ich habe, wie ihr vielleicht seht, eine kleine Trainingsrunde eingelegt und meine Werte ein bisschen erhöht, also das heißt jetzt hier einmal das da, da fehlt jetzt nicht mehr viel, ich kann es nicht ganz voll machen, ein bisschen das Equip verbessert, also hier habe ich nochmal ein Rezept gefunden für eine sehr starke Robe, neue Waffe, zwei Hochzeitsringe haben wir jetzt ausgerüstet. Und ein Anhänger des Schlachtherrn, der meine Angriffskraft nochmal verdoppelt. Und ich denke damit, sollte ich jetzt, wenn ich nicht so verkacke wie jetzt gerade eben, in der Lage sein, das Spiel hier zu beenden. Auf zur letzten Schlacht. Also ich behaupte, dass es die letzte Schlacht ist. Entschuldigung. Ich habe die Mutter angelassen. General Gaius! Wait! Wait! Just a moment. Lower your weapons. I said lower your weapons! You have much to answer for, General. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death, at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together, nothing stood in our way. We shaped this world together. And together, we can finish what we started. You ordered the deaths of countless people. Countless Moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way! Yes. And you carried them out. Lower your blade, old friend. First, we destroy these Moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Just listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters! All those people I killed, Fidgets. How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot, Dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form, his very soul. That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius. Cassius would destroy the Moonbloods. But Jin, he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Jin is dead, as is Cassius. Their souls now live within me. Constantly reliving that fateful day. Forever in battle, forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am Dust. And your campaign ends here now. Throw down your weapons and surrender, or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Genau, bringen wir es zu Ende. Nein. Komm schon, BAM! Das Tornado! Und... Da, gib ihm! Ping! Alter, da fliegen wir beide durch die Gegend. Der ist gut, aber nicht so gut wie ich. Was war das? Ping! Huch! Okay, es geht weiter, behaupte ich mal. You cannot win, Cassius. You never could beat me. Stop calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General.
I'm not your ally, and I'm not your friend. Now raise your blade or drop it. Never could scare me either, Cassius. Very well. To the death! Hey, ich krieg Verbündete! Ah, okay. Er kann Bomben schießen. Nein! Okay, und jetzt geht's runter. Oh, jetzt müssen wir bomben. Remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Yeah. Combo bomb! Okay, das ist hier gerade ein bisschen... Boah, sag mal. Oh, es geht noch weiter runter. This is where it ends, Gaius. Gaius, nicht Cassius, ne? Alter, was ist das für ein riesiger Lehrer hier? Au! Au! Oh, sag mal! Achso, ups. Los, schmeiß ihn in die Lava! Nein! Und da hält er sich wieder. Und fliegt jetzt in die Lava. Oh, Explosion hinter ihm. Nein! Auch, auch wir? Die Lava steigt immer weiter an, oder? Oder wirkt es einfach nur so? Gaius. Cassius! Gaius. Hier, ich denke, hier werden wir gemeinsam sterben. You're not Cassius. Yes. I am. Yes, you are. But Cassius is gone, as is the world we once loved. Cherish it. Goodbye, Dust.
ist das Ende von Dust, oder wie? Dust. Und jetzt geht das Schwert langsam zur Zugrunde, oder was? Das geht jetzt auch mit kaputt. Nein. Through the actions of Arsene Mithrarin Dust, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our fairy world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that Dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Sen Mithrarin was born of Dust, a current from the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Dust? Ja, da mochte wohl noch jemand keine Bad Endings. Und so haben wir General Gaius besiegt. Beziehungsweise getötet. Um die Welt zu retten. Ich weiß nicht, es ist mal die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Ist man auf der richtigen Seite oder nicht? Was ist die richtige Seite? Das ist schwierig. Da die Erinnerung auf dem Friedhof von der alten Dame, ich habe ihren Namen vergessen. Auf Gastin und... Oh, warum juckt er sich nicht? Was ist da los? Ja, was ist die richtige Seite? Was... Es ist halt schade, dass es nicht genau ausgeführt wurde. Was war Gaius' Ziel? Er wollte sie alle vernichten. Warum? Was war so der Hintergrund dahinter? Das ist ein bisschen... Aber ansonsten muss ich sagen, auch wieder ein sehr schönes Spiel. Es hat echt Spaß gemacht. Es war teilweise etwas overpowered. Nein, nicht overpowered. Ich war einfach underleveled. Aber das Ende war echt schön, hat mir gefallen. Und das haben wir super gelöst. Hier haben wir nochmal unseren Abspann, wer alles daran beteiligt war. Ja. So endet das nächste Projekt. Yay! Wir haben mal wieder was durch. Ist glaube ich auch schon wieder länger her. Vor allem jetzt habe ich zwei relativ lange Projekte laufen haben gehabt. Je nachdem wie man es sieht. Das andere läuft ja auch noch. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger laufen als das. Hier The Book of Unwritten Tales. Ich glaube das zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger hin. Aber ja, dranbleiben lohnt sich auf alle Fälle. Es ist sehr schön vom Humor her. Auch hier immer mal wieder der Humor. Teilweise vielleicht von der Geschwindigkeit her ein bisschen unpassend. So in Mudport hier unten, da wo der Vater von dem Kleinen dann gestorben ist und so. Kurz drauf, gleich wieder irgendwelche dummen Witze. Vielleicht nicht so ganz, aber alles in allem. Anständig. Hey, Elizabeth. Yay. Bioshock Infinite. Whee. Lissy. So, kommt jetzt noch was? Haben wir jetzt noch ein Nachspiel? 102% fertig. Ich glaube nicht.